Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tokyo School Life. Und ja, ich nehme das hier mal wieder in einem etwas, sagen wir mal, angeheiterten Zustand auf. Aber ich glaube, das passt ganz gut zu der Situation, in der wir uns gerade befinden. Denn wir sind mit Aoi gerade die Wasserröhrenrutsche hinuntergeglitten und haben bemerkt, wie, naja, ihr Badeanzug oder ihr Bikini ein bisschen von ihrem Körper aufgrund der Reibungskräfte, die da herrschten und der Zentrifugalkräfte von ihrem Körper zu entweichen versuchte. Und deswegen werden wir sie jetzt gleich bestimmt darauf hinweisen. Man sieht hier, ich habe gerade beim Neuladen aus Versehen einmal weitergeklickt, deswegen ist es hier so rosa unten, aber ich habe die nächste Zeile noch überhaupt nicht gelesen. Deswegen, Aoi sagt also jetzt auf jeden Fall, oh, Florian, das hat so viel Spaß gemacht. Lass uns das nochmal machen. Okay, okay, okay. Ja, Aoi, ist ja gut, aber dein Badeanzug. Bring deinen Badeanzug in Ordnung. Da spare ich mir auch mal wieder die Übersetzung. Ja, Aoi schreit wie verrückt herum und versteckt ihre Brust. Oh Gott, das hätte ich ja noch in die nächste Folge mit reinnehmen können, wenn das so kurz war hier. Das ist ja mal ein Themenwechsel. Sagt sie gar nicht dazu, dass wir sie bei, naja, sagen wir mal, einer etwas peinlichen Situation erwischt haben. Naja. Florian, bist du hungrig? Ja, genau in dem Augenblick, wo Aoi mich das fragt, fängt mein Magen an zu knurren. So, als hätte mein Magen sich gerade daran erinnert, dass er überhaupt Hunger hätte. Ja, ich schätze mal, es ist genau die Zeit dafür, jetzt wo mein Magen hier anfängt zu knurren. Ja, Aoi scheint ja weiterhin gut drauf zu sein. Okay, na dann lass uns essen. Wir steigen aus dem Schwimmbecken aus. Und ja, Aoi legt ein Handtuch aus und wir öffnen unsere Mittags-Lunchboxen, nehme ich mal an. Ja, er sagt ja, oh Bento, oh Hirogedo, wir breiten unsere Bentos, also unsere Mittags-Lunchboxen aus. Hier. Dankeschön. Ich nehme ein Sandwich aus Aois Hand. Ich probiere mal ein Bissen und es schmeckt nach Margarine, nach Schinken und nach Gemüse, die sich in meinem Mund ausbreiten. Lecker. Und ja, diese dünne Schicht von Senf, die gibt dem Ganzen noch einen besonderen Geschmack oder einen besonderen Akzent. Und währenddessen füllt Aoi ganz leise ein bisschen Schwarztee in irgendeinen Behälter und gibt ihn mir. Ich bin so durstig, dass ich das Ganze in einem Schluck leer trinke. Es fühlt sich so an, als wäre ich wie neu geboren. Das habe ich schon öfters mal in Anime gesehen. Nimm auch das hier. Das ist, oh Gott, ich verwechsel immer Lemon, mit, ob das jetzt Limone oder Zitrone ist. Deswegen, ich schaue mal sicherheitshalber nach. Lemon. Genau, Zitrone ist es, nicht Limone. Weil Limon, das klingt irgendwie im Deutschen ähnlicher Limone, aber Lemon ist tatsächlich Zitrone. Nimm auch das hier. Das ist Zitrone, die in Zucker eingelegt ist. Es, ja, wirkt Wunder, wenn es um etwas ermüdete Körper geht. Wo habe ich das gesehen? Ich glaube, das war bei Kuroko no Basuke, wo das in der ersten oder zweiten Staffel irgendwie mal auftauchte, als Kagami, glaube ich, auch von seinem Shisho oder von der Managerin oder Trainerin, ich weiß es nicht, vom Coach, auch als er so Zitronen, die eingelegt waren in irgendwie eine Zuckerglasur, dann so rumgingen, weil das irgendwie dann die Energie zurückbringen soll für die erschöpften Körper. Also scheint irgendwie so ein Aberglaube oder keine Ahnung was, oder so eine Art Tradition zu sein für Sportler, dass das die Kräfte wiederbringen würde. Für mich klingt es ziemlich eklig, aber naja. Ja, ich nehme dieser Zitronenstückchen mit einem, oh Gott, wie heißt es, mit einem Zahnstocher und stecke ihn in meinen Mund. Und nachdem erst eine wilde Süßheit mich übermannt hat,
Dann übermannt mich im Anschluss direkt so eine sehr scharfe Säuerlichkeit. Und ja, das tut wirklich sein Übriges. Ah. Das ist genau die Art von Nährstoffen, die ich brauche nach der ganzen Entbehrung von dem ganzen Spaß, die wir an diesem Morgen hatten. Aoi und ich verspeisen unser Mittagessen im Weiteren sehr still, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Gotsousama. Das Gotsousama ist ungefähr so wie vielen Dank fürs Essen. Es war ein Festmahl, also das, was man üblicherweise eben nach Beendigung eines Mahls in Japan sagt. Genauso wie man davor Itadakimasu sagt. Das ist, glaube ich, eine förmlichere Variante davon. Osomatsu-sama deshita. Ja, danke dafür. Genau für von demjenigen, der das Ganze kreiert hat. Also, danke, dass du es dass du es genossen hast. Ich glaube, das ist auch ein Satz, den Soma in Shokugeki no Soma relativ häufig benutzt, wenn er ein Gericht fertiggestellt hat und es dem Gast geschmeckt hat. Osomatsu-sama. Ich glaube, er sagt das dann entsprechend ohne das deshita dahinter. Ich habe Ausgelaugtheit oder dergleichen gesagt, aber erst jetzt bemerke ich, wie müde ich tatsächlich war. Nachdem ich das Mittagessen gegessen habe und eine Weile still dagesessen habe, beginnt die Schläfrigkeit wirklich aus mir herauszuströmen. Das warme Sonnenlicht berät allmählich meine Haut und so allmählich wird die Schläfrigkeit, die in mir brodelt, stärker. Was? It's a slow sandwich of slowness? Hä? Was? Jiwa jiwa to jiwa jiwa no sandwichi da. Okay, jetzt muss ich mal gucken, was dieses jiwa jiwa da ist. Also jiwa jiwa. Langsam, nach und nach, allmählich. Hä? Jiwa jiwa, jiwa jiwa no sandwichi. Es ist ein schläfrig machendes, nach und nach allmähliges, stetiges Sandwich, was ich da esse. Ich verstehe nicht so wirklich, was er damit sagen will, aber na gut. Die ganze geräuschvolle Umgebung fühlt sich so allmählich an, als wäre sie in weiter Ferne. Allerdings die Präsenz oder die Anwesenheit von Aoi direkt neben mir fühlt sich dagegen so stark an, aber sie ist auch sehr beruhigend. Für eine ganze Weile tun wir nichts anderes, als einfach nur in die Gegend zu starren. Das ist genau der Soundtrack, der gestern auch an der entsprechenden Stelle gespielt hat. Ich bin ein bisschen verwundert, dass Aoi das jetzt von selbst wieder aufbringt. Ich muss ja erstmal übersetzen. Also, diese Kerle von gestern, ich frage mich, ob es ihnen gut geht. Also, scheint schon ein Anzeichen dafür zu sein, dass sie tatsächlich die Kontrolle verloren hat über ihre Aktion gestern und sich jetzt Sorgen darum macht, was sie denen angetan hat. Obwohl natürlich die Kerle, sagen wir mal, Wadui waren, also, sagen wir mal, schuld waren daran, aber Aoi auch jetzt ein bisschen reflektiert darüber, was sie gestern getan hat, wahrscheinlich, ohne dass sie es tatsächlich wollte. Aber bin erstaunt, dass sie es jetzt anspricht. Also, ja. Aoi, ja, lässt einen einsamen Seufzer von sich. Ich erinnere mich daran, wie Aois Gesicht total blass wurde während des Festivals. Du hast das Richtige getan. Es ist ihre Schuld. Es gibt überhaupt nichts, worum du dir da Gedanken machen musst. Es war nicht so, als hätte ich mich einmischen wollen. Ich bin einfach wütend geworden und habe reagiert, ohne nachzudenken. Die Polizei hat doch gesagt, dass es Selbstverteidigung war, nicht wahr? Dennoch, was ich getan habe, war einfach widerwärtig. Aoi, du bist nett. Ich bin verängstigt. Aoi, hast du jemals darüber nachgedacht, in einem Karate-Wettbewerb teilzunehmen? Ein Wettbewerb? Ich meine, wenn es doch ein Wettbewerb ist, dann
ist es doch völlig moralisch okay, oder? Du bist stark, deswegen glaube ich, dass du dich gut schlagen würdest. Naja, es ist nicht so, als würde ich mich wirklich irgend mit jemandem messen wollen oder mit jemandem kämpfen wollen. Also machst du Karate einfach nur aus Spaß? Ich frage diese Frage bezüglich des Zweifels, den ich schon lange hegte. Egal, wie man das Ganze dreht und wendet, Karate ist nun mal eine Kampfsportart. Und Kampfsportarten haben nun mal mit Gewalt zu tun. Es ist eine Kunst, in der Menschen Kraft kontrollieren. Ganz einfach und simpel. Ein so liebes Mädchen wie Aoi macht Karate und sie ist auch stark. Diese zwei Realitäten passen einfach in meinem Kopf nicht zusammen. Ich möchte einfach beweisen, dass es eine Form von Karate gibt, die Menschen nicht verletzt. Beweisen? Ich kenne jemanden, der diese Art von Karate vervollständigt hat. Oder, ja, der diese Art von Karate tatsächlich so geschafft hat zu kreieren. Und ich dachte, wenn ich diese Art von Seibukan-Karate, die meine Familie pflegt, meistern könnte, dann wäre ich auch in der Lage, es zu tun. Wird vielleicht noch erklärt, was dieses Seibukan ist. Ich schaue es mal ganz kurz nach, für den Fall, dass es eventuell in der nächsten Zeile nicht erklärt wird. Seibukan. Schauen wir mal, sind das die richtigen Zeichen? Ne. Dann schaue ich erstmal weiter. Wen meint sie wohl? Ihren Großvater? Sogen Daisho? Aber vielleicht bin ich einfach nicht dafür geschaffen. So spricht Aoi und seufzt. Aoi, hast du Karate? Ich weiß es nicht. Verstehe. Florian, wenn ich Karate nicht machen würde, würdest du mich dann hassen? Ich blicke zurück auf den Monat oder ein bisschen mehr als einen Monat, den ich jetzt schon in Japan verbracht habe. Aoi war immer anwesend während meiner ganzen Zeit im Tomoe Dormitory. Mit voller Kraft und Energie wacht sie über alle Anwesenden dort. Wenn auch ein bisschen, naja, tollpatschig dann und wann. Und jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, steht dort Aoi, jedes Mal mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und auf diese Art und Weise gibt sie uns allen Mut und Kraft. Und deswegen will ich jetzt Aoi Mut und Kraft geben. Ich lege meine Hand auf Aois Kopf und streichle sanft darüber. Ihr Haar hat das Wasser vom Schwimmbecken absorbiert und ist getrocknet, deswegen ist es ein bisschen, naja, wie kann man sagen, ein bisschen hart geworden, also Paddy Paddy. Das schaue ich mal ganz kurz nach. Paddy Paddy. Crispy. Naja, waschecht, knusprig, frisch, das passt alles nicht so ganz. Auf jeden Fall, es ist wahrscheinlich so ein bisschen ausgehärtet in der Richtung. Ob das die richtige Situation ist, das zu sagen. Aoi. Bokusa. Ja, er sagt schon ein bisschen kraftvoll oder ein bisschen hart heraus. Weißt du, Aoi, ich. Es ist jetzt schwer im Deutschen zu sagen, ist es, ich liebe dich oder ich mag dich in diesem Fall. Ich würde schon in diesem Fall jetzt als lieben interpretieren, also ich liebe dich. Hä? Aber wenn du so wie jetzt einfach so am rumlamentieren bist, dann ist es ganz anders von der AOI, die ich üblicherweise kenne. Und ich glaube nicht, dass mir das missfällt. Aber lasch nackte Yakamoshi.
I think I disliked it. Ah, okay. Ich hab's gerade falsch übersetzt, genau andersrum. Also, ich glaube, dass diese AOI, die jetzt anders ist als die AOI, die üblicherweise fröhlich und so weiter ist, dass ich diese AOI, wie sie jetzt ist, nicht mag, so rum. Anders als ich üblicherweise bin. Florian, weißt du denn überhaupt, wer ich wirklich bin? Nun, ich weiß nicht wirklich, weswegen du so besorgt bist, aber ich glaube, dass ich an deiner Seite bleiben kann. Wir sind Freunde und Teil einer ganz besonderen Familie. Das gleiche gilt für Karin und Sakura. Ich bin mir sicher, dass sie auch beide AOI unterstützen wollen. Solange, bis du wieder glücklich lächelst, so wie üblich, solange werde ich an deiner Seite bleiben können. So wie üblich, lächeln. Auch wenn du es, wenn du nicht sofort eine Antwort findest, denk halt darüber nach. Wir sind immer noch jung. Ich... Aber... Naja, es ist nicht so, als hätte ich irgendetwas erreicht, dass ich in der Position wäre, jemand anderes hier Vorlesungen zu halten. Nein, danke dir, Florian. Und noch einmal streichle ich Aois Kopf. Aoi wehrt sich nicht dagegen. Sie schließt einfach ihre Augen, so als würde sie sich, als würde sie das Ganze als angenehm ansehen. Mann, Aoi ist einfach zu süß. Weißt du? Was? Ich glaube auch, dass ich dich sehr mag. Hm? Bedeutet das? Aois Gesicht wird, ja, sehr offensichtlich rot. Da habe ich das instinktiv gerade gut mit mögen und sehr mögen und nicht mit lieben übersetzt. Weil ich mir fast dachte. Nein. Ich meine jetzt nicht so als Liebhaber oder als Freundin, also als, ja, Liebesfreundin oder dergleichen. Als ganz normale Freundin, als Familienmitglied. Ja, ich liebe dich auch als Familienmitglied. Ich liebe oder mag, wie du einfach immer so ehrlich bist und so zuvorkommend. Ich werde da mal schwimmen gehen. Tja, und mit dieser Bemerkung, ja, rennt Aoi im Anschluss zum Schwimmbecken. Wow, was für ein sehr eleganter Abtaucher. Der, ja, wie nennt man das überhaupt? Der Lebensretter oder der Rettungsschwimmer, genau, der Rettungsschwimmer. Bläst in seine Pfeife. Ah, stimmt ja. Es ist kein Tauchen erlaubt hier in dem Pool oder kein Reinspringen, also vom Rand in den Pool. Mann, ich war ziemlich überrascht. Das war relativ überraschend. Oder Leute, er sagt ja, Biku dich da, oder Leute. Ist eigentlich im Prinzip beides überraschen oder das hat mich verwirrt oder das hat mich überrascht. Naja. Als Aoi mögen, also Ski gesagt hat, da habe ich für einen Augenblick gedacht, dass sie das auf eine romantische Art und Weise meinte. Obwohl ich es auch vorhin als familiär meinte, als ich es gesagt habe. Okay, dann habe ich ihn auch falsch interpretiert, als ich lieben statt mögen gesagt habe. Im Deutschen ist es schon irgendwie ein bisschen leichter auszumachen, aber dieses Wort Ski im Japanischen ist halt immer sehr, sehr kontext- und betonungsabhängig, ob es jetzt wirklich tatsächlich mögen nur ist, also ein Gefühl von Freundschaft oder enger Verbundenheit oder tatsächlich romantische Liebe.
Im Japanischen ist das, glaube ich, schwerer auszumachen als im Deutschen, wo es den relativ klaren Unterschied zwischen mögen, liebhaben und lieben gibt. Nananda kore. Maitana. Oh mein Gott, was gibt's? Was bedeutet das Ganze? Dieses Maitana ist eher so von wegen, ich weiß nicht so recht, also nicht im Sinne von ich gebe auf, sondern, oh Gott, das ist eine schwierige Situation. Aber trotzdem, es ist gerade mal ein Monat her, seit ich nach Japan gekommen bin. Und ja, trotzdem. Ja, alle sind wirklich ein Teil oder fühlen sich für mich wirklich an wie ganz besondere Freunde und wie eine ganz besondere Familie. Und deswegen möchte ich tun, was immer ich kann für Aoi. Und das glaube ich wirklich vom tiefsten meines Herzens. Okay, da unser Avatar hier wieder auftaucht, der komische Hund, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge dann mit dem Dai Shishu, also sprich mit Aois Großvater, wieder schreiben, nehme ich mal ganz stark an. Und ja, die Folge ist jetzt mal wieder ein bisschen länger geworden und ich hoffe, man hat nicht zu sehr gemerkt, dass ich etwas angeheitert bin. Ich habe versucht, der Stimmung ein bisschen gerecht zu werden. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir mit Aois Großvater in der nächsten Folge hier bei, ja, beim Smartphone-App-Gespräch miteinander zu bereden haben. Und bis dahin sage ich dann Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.